Bei seinem Kampf fürs Comeback erleidet Shahin immer wieder Rückschläge. Niederschmetternd für einen so ambitionierten und leidenschaftlichen Fußballer, wie es der türkische Nationalspieler ist. Dass Nuri all diesen auferlegten Prüfungen gewachsen war, verdankt er vor allem der grenzenlosen Unterstützung seiner Familie. Dass sie ohne Wenn und Aber mit mir durch dick und dünn gehen, dass es auch mal Tage gibt, wo ich mich zurückgenommen habe und meine Frau und mein Kleiner Verständnis hatten. Und wir haben einige Urlaube gemacht, wo ich nochmal runterkommen konnte, wo ich die Zeit mit meinem Sohn genießen konnte, dass unser Verhältnis nochmal besser wurde. Ich habe ihn zum Kindergarten gebracht, ich habe ihn abgeholt, ich habe ihn abends ins Bett gebracht. Wir haben zusammen dreimal am Tag gegessen. Das sind alles so Sachen, die viele Leute vergessen. Er hat die kleinen, oft banal wirkenden Dinge im Leben bewusst genossen, auf die ein Profifußballer sonst verzichten muss. Auch das hat dem Familienvater Kraft für die sportliche Herausforderung gegeben. Die privaten Entbehrungen sollen jetzt aber wieder zunehmen, denn das Ziel für 2016 ist klar formuliert. Ich wünsche mir nichts mehr, als unser Trikot wieder anzuziehen und einen Schlag auf den Fuß zu bekommen und Schmerzen zu haben, weil du weißt, du hast gerade Bundesliga gespielt und du hast blaue Flecken überall oder so. Letztens ist Mats auf meinen Fuß getreten und da wollte ich mich schon fast bedanken bei ihm, weil ich das Gefühl hatte, dass ich wieder drin bin. Und ich wünsche mir, wieder auf dem Platz zu stehen und wieder Bundesliga zu spielen.